Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Mortal. Wir müssen nach Einsamkeit. Was wird der Jarl dagegen tun? Nix. Wie sollen. Ja? Eins nach dem Wir anderen, werden uns ja. auch sicher fühlen. Gucken, ob wir es in diesem Part schaffen, dahin zu kommen. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben Ja, gebracht ihr hört mal so viel. haben. Lauf mal richtig. Brauche ich schon mal ein paar Drachenseelen, fällt mir so ein. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Fiese Krabbe, du. Fiese Möb. Mag, mag. Ich möchte gerne wandern, wenn's. Ja, komm, ist gut. Hält es. Super, ist noch Feind in der Nähe. Klasse. Hui. Kann ich jetzt nur. Trägt 3. Oh, ich bin. Haben wir es wie? Ich glaube schon, ne? Ja! 12, 1, 3, 4, 5, 6, ja, das sollte reichen. Wenn wir neue Stündchen warten. Super. Haben wir schon Einsamkeit. Der Arsch der Welt. Natürlich finden wir keine Drachen, wenn wir nur schnell reisen. Aber von Riften bis nach Einsamkeit ist es doch ein bisschen weiter weg. Meines Erachtens nach. Ich habe so das Gefühl, dass wir so ein bisschen falsch sind. Stimmt's, Lüdi? Ah, oh, schönes kalte Wasser. Pass auf, dass du nicht untergehst in der schweren Rüstung. Zu allem Überfluss regnet es auch noch super. Kann ein Tag denn besser laufen? Und den Knallkorb müssen wir gleich noch beschatten, glaube ich, war das, ne? Mann. Laufen, 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 laufen. Bin froh, dass wir so einiges in Kondition reingeknallt haben.
Champion immer noch da. Onkel Rock will nichts antun. Sagt ihm, dass er es nicht war. Alle auf Position. Svari, ihr müsst nach Hause. Geht und wartet dort, bis eure Mutter kommt. Macht schon weiter! Ihr solltet ihr sagen, dass ihr Onkel ein Dreckskerl ist, der seinen Großkönig verraten hat. Ihr habt uns verraten! Besser, sie erfährt es gleich, Advar. Ihr seid zu glücklich, Vivien. Rockwir, ihr habt Ulfrich Sturmmantel geholfen, aus dieser Stadt zu fliehen, nachdem er Großkönig Torek ermordet hatte. Indem ihr das Tor für Ulfrich geöffnet habt, habt ihr die Bewohner von Einsamkeit verraten. Kuckuck. Er verdient es nicht zu sprechen! Es ist überhaupt kein Mord geschehen. Lügner! Ulfrich hat Torek herausgefordert. Er hat den Großkönig in einem fairen Kampf besiegt. So ist es bei uns Brauch. Dies ist die uralte Tradition von Himmelsrand und aller Nord. Am heutigen Tage breche ich auf nach Sohn. Diese Person ist beschäftigt, ja. Das muss unbedingt in mein Teil der Edda. Ah ja. So. Eine schöne Torwache wart ihr. Einer weniger. Lydia langweilt sich natürlich, klar. So eine Hinrichtung kann auch schon mal richtig langweilig werden. Hat sie recht, ja. So, irgendwo ist der. Da ist er. Nun, was haben wir denn hier? Lasst mich raten. Eurem Geruch nach zu urteilen, würde ich sagen, dass ihr von der Gilde kommt. Aber das kann nicht sein. Ich habe Mercer gesagt, ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Ich mache keine Geschäfte mit Grundstücken oder Immobilien. Wenn ihr jedoch Waren sucht, seid ihr am richtigen Ort. Oh, wartet. Habt ihr gut Goldenglanz gesagt? Ich muss mich entschuldigen. Ich muss leider zugeben, dass ich sehr wenig weiß über diese Imkerei, wenn ich mich nicht täusche. Ihr habt sogar gesagt, dass ich fast so schlau bin wie ihr. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich kann mich nicht an jedes Geschäft erinnern, das ich durchgeführt habe. Was ist mit Tantchen Feider in Drachenbrügge? Sie hat eine Taverne und ihr habt gesagt, dass sie eines eurer Lieblingsmädchen ist. Oh, Bruder. Das reicht. Ich gehe nicht in den Ruhestand. Niemals. Ende der Nun, Diskussion. Jetzt, wo ihr es erwähnt, es gibt da etwas, an dem ich sehr interessiert bin. Ich habe einen Käufer für eine Kiste Feuerbrandwein. Zufällig liegt eine einzelne Kiste im Blauen Palast. Bringt sie mir, dann reden wir über gut Goldenglanz. Okay. Na komm. Rüstung zu schwer, Lüdilein. Das Befiedern gefällt mir. Es ist schwierig und manchmal eintönig, aber ein guter Pfeil trifft, als hätte ihn ein... Ein guter Pfeil trifft, ja. Hallo, ich bin Gisli. Aber ihr könnt mich einfach Erikos Schwester nennen. Gut. Da Erikos Schwester erleichtert ist, also gibt sie. Sibylle Stentor hat ein Verständnis für magische Theorie, das ich von einem Menschen niemals habe. Blauer Palast. Lass mich hinein in den blauen Palast.
Das war's, Lüdi. Nun können wir wieder zurück. Bin immer noch da. Drachen, die in den Lüften Feuer spucken. Vampire, die dreist die Leute auf der Straße angreifen. Schlimm, schlimm, schlimm. Wir sind nie gekommen, nee, ne? Nee. Wir sind schon weiter. Komm hier? Nee. Wir müssen weiter. Weiter, weiter, weiter. Ihr seid wie ich, nicht wahr? Nein. Auch nichts mit diesen klobigen Zweihändlern anfangen. Das sind wir, glaube ich, zu weit. Marschiert. Waffen und Rüstungen. Von einem Handwerksmeister geschmiedet. Ihr solltet mich mal sehen, wenn mir langweilig ist. Nö, lass mal. Ein oder anderen Zertin entbehren. Später. Zwinken das Geber. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze mal hier. Denn im nächsten Part müssen wir den Gulum-Ei nämlich beschatten. Das heißt, das wird ein etwas längerer Weg werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.